the music so tight. Schon so spät. Sarah wartet schon auf mich. Okay, das hier brauche ich nicht. Also, Snow. Nein, heute besser die Skier. Helm, Brille, die Sonnencreme ist drüben und die Windjacke. Bin ja super geil. Ah, ja. Das Trockentraining im Sommer hat gut getan. Jetzt noch ein paar Stretching-Übungen. Die Ski. Das Handy, super wichtig. Heute ist er wieder spät dran. Marco, wo warst du? Endlich! Sorry, hab was gesucht. Weiß gar nicht mehr was. Komm, lass uns gehen, es ist schon spät. Oh, Entschuldigung. Aber wo ist dein Helm? Der Helm, den habe ich vergessen. Bin gleich wieder da. Komm, beeil dich. Außer einer guten technischen Bekleidung, die einen angemessenen Kälteschutz gewährleistet, braucht es in den meisten Ländern einen homologierten Helm. Zudem ist er für den Snowpark vorgeschrieben. Dann braucht es eine Skibrille oder Sonnenbrillen, Handschuhe und eine Sonnencreme. Und wie Marco ganz richtig sagt, sollte man sich auch physisch auf die Saison vorbereiten. Schau her! Was zum Teufel ist? Stark, oder? Ich habe gerade diese App heruntergeladen. Ich hätte mir einen Schwips antrinken können, so lange habe ich auf dich gewartet. Ciao! Wenn man Sport betreibt, ist beim Alkoholkonsum Mäßigung und vor allem ein gesunder Hausverstand angesagt. Der Alkoholmissbrauch könnte die Bewegungs- und Hirnfunktionen beeinträchtigen. Es ist ratsam, während des Tages verschiedene Pausen einzulegen. Music so tight. Fahren wir, Marco? Ja, vielleicht die Schwarze, die Teufelspiste. Ist die nicht zu schwer für uns, bei dem Namen? Was soll's, wir sind ja Skiasse. Bist du dir da sicher? Auf meinem Smartphone habe ich ein Navi, mit dem könnte ich auch Wüsten blind durchqueren. Geh schon und frag am Lift, damit wir uns nicht verirren. Du traust mir einfach. Man sollte die Piste je nach technischem Können und Schneelage wählen. Auf einer zu anspruchsvollen Piste abzufahren, macht nicht nur keinen Spaß, sondern kann für sich und andere gefährlich sein.
Es gibt Gebietskarten, auf denen die Pisten und Anlagen angeführt und nach dem Schwierigkeitsgrad farblich gekennzeichnet sind. Sie geben Aufschluss über Länge, Höhenunterschiede und Verbindungen. Nicht sicher sind, sollten wir beim Kassenpersonal oder direkt an der Aufstiegsanlage Informationen einholen. Man kann sich auch an Skischulen oder Lehrer wenden. Es gibt verschiedene Aufstiegsanlagen in den Skigebieten. Standseil, Seil und Gondelbahnen. Diese haben gemeint, dass man wie in einem Bus einsteigt, wobei die Ski vertikal und die Skistöcke in der Hand getragen werden. Anders ist es, wenn man einen Sessellift nimmt. Zuerst muss man sich an der Schranke mit den Skiern bzw. mit dem Brett in Fahrtrichtung einreihen. Sobald sich die Schranke öffnet, schiebt man sich mit den Stöcken bzw. mit dem vom Snowboard befreiten Fuß bis zum Stoppzeichen an und schaut dabei zum Sessel zurück. Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen aufsteigen. Zudem müssen sie mit einer Hand die Stöcke und mit der anderen den Sicherheitsbügel festhalten. Sobald man sitzt, kommt der Bügel runter, damit man nicht rausfällt, und dann geht's bequem hinauf. Während der Auffahrt sind Schwankungen und abrupte Bewegungen zu vermeiden. Im Sinne des Umweltschutzes werfen wir keine Gegenstände vom Sessellift. Ein Hinweisschild im Ausstiegsbereich verweist darauf, dass man den Bügel hochheben muss. Man steigt aus und räumt schnellstens den Platz. Einige Bergstationen sind mit einer Ampel versehen. Sie verweisen mit Rot und Grünlicht auf den richtigen Zeitpunkt zum Heben des Bügels. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Den Rucksack sollte man natürlich abnehmen und seitlich auf den Sessel hinlegen, damit er beim Auf- und Aussteigen nirgends hängen bleibt. Beim Auf- und Absteigen sollte man auch darauf achten, dass man mit Schals, Jacken, Schnallen oder Riemen nicht hängen bleibt. Entgegen der Erwartungen ist Skiliftfahren lustig. Man fährt praktisch Ski, aber bergauf. Wow! Ein korrektes Verhalten ist jedoch geboten. An der Einstiegsstelle muss man den Arm ausstrecken, nach der Stange greifen und den Teller zwischen den Beinen positionieren. Man fährt die Linie entlang nach oben und bleibt mit den Skiern in den Spuren. Sobald man oben angelangt ist, weist ein Hinweisschild darauf hin, den Bügel loszulassen, damit man nicht wie ein Fisch an der Angel hängt. Im Falle eines Sturzes lässt man den Bügel los und verlässt die Spur, um die anderen Liftfahrer am Vorbeifahren nicht zu hindern. Im Notfall bittet man um Hilfe und wartet auf einen Skilehrer oder Helfer. Music so tight. Ist ja kindisch, wie sie sich aufhört. Wie im Zirkus. Sie hat ja keine blasse Ahnung von Regeln auf der Piste. Auf den Pisten sind Sicherheitsabstand und eine mäßige, dem eigenen technischen Können entsprechende Geschwindigkeit einzuhalten.
Die Fachlinie ist besonders bei überfüllten Pisten zu beachten. Vor allem muss man imstande sein, jederzeit abzubremsen, um Kollisionen zu vermeiden. Pistenkreuzungen sind zu beobachten, will man Zusammenstöße meiden. Never stop. Sowohl rechts als auch links überholen ohne Winker. Man beachte aber immer die mögliche Fachlinie der anderen. Natürlich gibt es auf den Pisten auch Carving, Telemarkfahrer oder Snowboarder. Der Biegeradius ist je nach Gerät unterschiedlich. Halten Sie sich nie an unübersichtlichen Stellen auf, zum Beispiel unter einem Buckel. Das Tragen eines Helms ist für alle ratsam. Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren besteht sogar eine Helmpflicht. Aufgepasst, das Queren von Skifahrergruppen, die der Reihe nachfahren, ist zu unterlassen. Alles gut, Sarah? Alles noch dran? Komm, Max ist schon im Park. Hallo Max, wie geht's dir? Hoi Max. Komm, lass uns springen gehen. Liebe Jungs, im Park sind zwei Dinge zu beachten. Erstens, mein Gott, jetzt habe ich schon vergessen. Aber zweitens. Fliegst noch einmal, ich hab's auch vergessen. Pay attention please. Helmpflicht und auf schwierigen Pisten ist auch ein Rückenschutz empfohlen. Sich nicht im Landebereich oder allgemein in unmittelbarer Nähe der Sprunganlagen aufhalten. Bitte nicht gerade hier Sonnenbaden. Die Reihenfolge beachten und Namen ausrufen. Die Sprünge je nach Können in Angriff nehmen und mit den einfachsten beginnen. Stets überprüfen, ob der Landebereich frei ist. Das sind wenige Regeln, müssen aber strikt eingehalten werden. Music so tight. Wie toll ist denn das, Marco? Versuchen wir es auch? Du weißt doch, bevor man im freien Gelände abfährt, sollte man einen eigenen Kurs besuchen. Ich finde das eigentlich nicht so schwierig. Ach nicht? Schau dir das mal an. Ist doch lustig. Oh, okay, vielleicht doch ein bisschen gefährlich. Verschieben wir es aufs nächste Mal. Nach einem richtigen Kurs. Das Fahren im freien Gelände oder Freeride erfordert eine gewisse Erfahrung in den Bergen. Dafür gibt es eigene Kurse. In keinem Fall sollte man alleine unterwegs sein und die Lawinengefahr unterschätzen. Man sollte über das Gelände und die Schneemenge Bescheid wissen. Auf Gletschertouren sind die Spalten die größte Gefahr. Sie sind oft sehr tief und nicht immer sichtbar, da sie oft von einer dünnen Schneeschicht bedeckt sind. Außerdem ist unter der Jacke unbedingt ein LVS-Ortungsgerät zu tragen.
Im Rucksack sollte man eine Schaufel und eine Suchsonde mitnehmen. Letzthin gibt es auch Rucksäcke mit integriertem Airbag. Im Notfall wird er wie ein Schlauchboot aufgeblasen. Dadurch bleibt man an der Oberfläche. Und Marco, es hat eine Weile gedauert, bis du heute aus dem Bett gefallen bist. War aber wirklich lustig. Absolut, Sarah. In totaler Sicherheit. The music so tight.